Eine neue Banliste in Yu-Gi-Oh! Master Duel ist gerade gedroppt. Und ich glaube, uns Master Duel Spielern geht es im Vergleich zu TCG und OCG einfach viel zu gut. Denn auf der neuen Banliste ist einfach kein einziges Deck gehittet worden. Es gibt nur Unlimits für so alte Decks, um die zu boosten. Starten wir direkt los. Ich zeige dir die größten Gewinner und wir reden über die aktuelle Master Duel Meta. Ganz wichtige Info, die Banliste gilt ab dem 31. Oktober zum Halloween-Start. Und wir starten direkt mal rein. Cards to be unlimited. Sprite Starter geht von 2 auf 3. Hier ist ganz wichtig zu wissen, Sprite war ja ganz lange richtig krasses Meta-Deck. Und ich glaube, Sprite ist nach wie vor eine richtig stabile Engine. Vor allem hat Sprite im Extra-Deck nach wie vor Sprite 11, was ja überall gebannt ist, außer in Master Duel. Und wir haben Sprite Sprint gleichzeitig. Was uns halt fehlt, ist totally awesome. Aber was Sprite hier am meisten hops genommen hat, ist halt einfach die Banlist. Teilweise war, glaube ich, Jet oder Blue. Einer von den beiden war sogar auf 1. Ja, also Sprite Starter, die Karte, die ja alles ins Rollen bringen kann, die geht auf 3. Sprite Jet ist jetzt auf 2. Sprite Blue ist jetzt auch auf 2. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier nach und nach Sprite Blue und Sprite Jet auch von Semi-Limit auf Unlimit zurückkommen werden. Auf jeden Fall ein super Boost für Sprite. Gehen wir weiter. Nächste Karte. MX Säbel Invoker. Der ging auf einer früheren Banlist von Banned auf 1. Die Karte war gebannt, weil sie sagt, du Special Summonst einen Erde-Krieger oder Beast-Warrior von deinem Deck. Ist natürlich super generisch. Ein Rank-3-Monster, der das einfach verursachen kann, klingt crazy. Hat aber jetzt auf 1 nichts gemacht und das ist ja immer, was wir sagen, ne? Wenn die Karte im Extra-Deck auf 1 nichts tut, dann wird sie auf 3 auch nichts machen. Sehr gut. Ging jetzt auch nicht auf diese cringige Semi-Limit-Sektion erstmal, sondern direkt auf 3. Die Karte wird in der Regel nichts machen, bis irgendwie ein crazy Deck kommt, was Level 3 und Level 4 Erde-Warrior oder Beast-Warrior zusammen kombiniert. I don't know. Schreibt mir in die Kommentare, was denkst du, könnte man mit der Karte anstellen. I don't know about it. Nächste Karte, Destiny Hero Malicious, geht von 2 auf 3. Sehr cooler Hit. Das war immer so die einzige Karte, wo so viele sagten, yo, ist gerechtfertigt, dass die Karte auf 2 ist, weil der Effekt von ihm ist nicht once per turn. Er sagt halt, er kann sich selber verbannen, um seine eigene Kopie aus dem Deck spezial zu beschwören. Das heißt, jetzt könntest du das theoretisch 2-mal in einem Spielzug machen, wenn du 3-mal Malicious in deinem Deck spielst. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, umso weniger Karten auf der Semi-Limit-Liste. Ich finde die komplett cringe, desto besser. Aber ist das jetzt broken? Probably not. Ich glaube, wir sind an einem Punkt in Yu-Gi-Oh!, wo, wenn du 2-mal Malicious aus deinem Deck specialst, ist das jetzt nicht ultra crazy. Es gibt Decks, die machen verrücktere Sachen. Und im gleichen Atemzug hier Destiny Hero Malicious, weiterer Buff für Heroes. Mask Change 2 geht von 2 auf 3. Das ist der Quick-Play-Spell. Und was man damit in der Regel summoned ist, den Masked Hero Dark Law muss nämlich mit Mask Change gemacht werden und er ist im Prinzip ein OG Kashtira Rise hat, denn er sagt nämlich, jede Karte, die auf das generische Friedhof wandern würde, wird stattdessen gebanished. Ist natürlich crazy, weil es nicht dich selber beeinflusst, sondern nur den generischen Friedhof. Außerdem sollte dein Gegner so frech sein und sich eine Karte seiner Hand hinzufügen, indem er sie searcht, kannst du eine random Karte aus der gegnerischen Hand verbannen. Und was das ganz cool macht, in Kombination mit Mask Change 2, ist, du schmeißt eine Karte ab und wählst dann halt ein offenes Monster, was du kontrollierst und Special Summons dann ein Masked Hero mit derselben Eigenschaft und höherem Level. Das heißt, wenn du ein Finsternis-basiertes Deck spielst, kannst du halt irgendeinen Low-Level-Finsternis wegtributen, eine Karte abschmeißen und hast dann so ein Floodgate auf dem Board. Sehr, sehr cool eigentlich, so ein bisschen Rogue-Option, um Metadecks zu ärgern. Kommen wir weiter, apropos Metadecks ärgern. Fusion Destiny geht von 2 auf 3. Ja, Semi-Limit finde ich ja komplett cringe, entweder auf 3, auf 1 oder ganz verbieten. Fusion Destiny, ja, jetzt kannst du nämlich als Option spielen, also mit Fusion Destiny für alle, die unter einem Stein leben. Mit Fusion Destiny macht man hier in der Regel den Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer. Das sollten eigentlich alle kennen, die Karte. Der braucht einen Level 6 oder Higher Hero Monster. Da kommt es ins Spiel mit dem Malicious, das ist ganz cool, und einen Destiny Hero Monster. Eigentlich musstest du den immer über Anaconda machen, weil eine Karte, die semi-limitiert ist, mit der kannst du halt einfach nicht auf deiner Starthand rechnen. Mit 3 Kopien schon eher. Das heißt,
du musst nicht unbedingt jetzt Anaconda spielen. Natürlich lohnt es sich, Anaconda zu spielen, aber Anaconda sagt halt, du darfst keine weiteren Monster mehr specialen. Ja, mit der Destiny Fusion, die sagt halt auch, du darfst halt keine weiteren Monster mehr specialen, außer Dark Hero Monsters. Also das ist auch schon die letzte Anlaufstelle, aber es ist halt ganz cool, wenn du, sag ich mal, deinen Hauptgameplan verfolgst und komplett interrupted wurdest, aber du hältst bis zum Schluss Fusion Destiny auf deiner Hand. Du wurdest interrupted, dein Board ist komplett kacke, kriegst aber noch Fusion Destiny hin und es ist halt jetzt wahrscheinlicher, weil du die Karte dreimal spielen darfst und kriegst dann noch ein Crazy Boss Monster, was jeden Spielzug eine Karte poppt und halt immer so floatet, dass du den immer wieder zurückbekommst und auch übelst viel Plus generiert, weil du ja jetzt Destiny Hero Malicious auf den Friedhof schicken kannst und der Denier bleibt natürlich. Dadurch kannst du halt sehr viel Plus einfach dann im nächsten Spielzug generieren, um in Link Plays oder so reinzugehen. Also sehr, sehr guter Buff für die Destiny Fusion Engine. Generell in allen Decks und natürlich hier Big Boost, Malicious auf 3, Mass Change auf 3 und Fusion Destiny auf 3. Also hier die Heroes kriegen wirklich sehr viel Liebe ab auf dieser Banlist. Und die nächste Karte, Cards to be Semi-Limited. Da reden wir über die Cringe Semi-Limit-Liste, aber ich finde es hier auch ein bisschen gerechtfertigt. Branded Opening, verstehe ich nicht ganz. Branded war jetzt 100 Jahre lang Meta und wir gucken uns auch gleich noch die Tierlist zum Ende an. Ja, Branded war Ewigkeiten Meta und Branded Opening ist halt einfach nur eine weitere Kopie Branded Fusion, weil du schmeißt eine Karte ab und specialst dann ein Despia-Monster aus deinem Deck und dann nimmst du dann in der Regel den Aluba, the Jester of Despia. Wenn der Brain nämlich gespecialt wird, endest du dir eine Branded Spelltrap von deinem Deck. Und ich sag mal so, wenn du ein richtig guter Branded-Spieler bist, spielst du in deinem 60-Karten-Branded-Deck, hast du die Karte Branded Fusion auf deiner Starthand. Kennt man ja, ne? 60 Karten, der Gegner startet mit Branded Fusion, kennt man, ist nichts Neues. Aber dadurch, dass die Karte jetzt auch von 1 auf 2 geht, ist es halt einfach eine weitere Kopie Aluba. Und Aluba ist einfach eine weitere Kopie Branded Fusion. Das heißt, das Branded Deck wird ein bisschen mehr consistent. Und das waren auch schon die kompletten Changes. Sag mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was du davon hältst. Also es wurde kein Deck angegangen und ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Denn wir gucken uns jetzt mal gemeinsam die aktuelle Master Duel Tierlist an. Wie gesagt, die Master Duel Meta-Tierlist, die basiert so auf deren eigenen Turnieren, die sie abhalten. Deswegen nicht 100%, sage ich mal, aussagekräftig, aber gibt schon mal ein gutes Bild darüber, was aktuell gut ist und was eher nicht so gut ist. Also ich habe mich mal hier an der Stelle kleiner gemacht, damit man auch alle Decks sieht. Also hier ganz rechts ist noch Centurion, aber ja, auf Platz 1 haben wir Tenpai Dragon. Ich denke mal, Tenpai Dragon spaltet so ein bisschen die Community. Viele haten das in einem Best-of-One-Format, dass da das Going-Second-Deck das beste Deck ist und alle anderen Going-First-Decks dann dagegen so ein bisschen abstinken. Das heißt abstinken, aber weniger gute Chancen haben. Das wird wahrscheinlich einige von euch da draußen frustrieren. Ich finde es ganz cool, dass mal zur Abwechslung ein Going-Second-Deck einfach Tier 1 ist. Wann war das letzte Mal der Fall? Holy shit. Selbst wo Numeron das beste Going-Second-Deck war oder danach dann Minkanko, war das ja auf gar keinen Fall auf irgendeiner Tierlist vertreten. Es waren eher so Gimmick-Decks, wenn du unbedingt Going-Second spielen wolltest und Boardbreaker haben wolltest. Tenpai Dragon ist ein richtig gutes Going-Second-Deck und nicht ungerechtfertigt auf Tier 1. Es ist meiner Meinung nach wahrscheinlich auch gerade das beste Deck, weil halt aber auch Tenpai Dragon noch nicht wirklich Hits hat. Das Einzige, was hier Tenpai Dragon gehittet ist, ist ja, der Field Spell ist Base auf 2 gelauncht in Yu-Gi-Oh! Master Duel und das ist nur eine Super Rare, also hier kann man auch definitiv erwarten, dass der Field Spell auch noch weiter auf 1 runtergehen wird. Vielleicht wird die Karte irgendwann komplett gebannt, ich weiß es nicht. Und im aktuellen Event von Yu-Gi-Oh! Master Duel, da ist auch Sangen Kaimen, der Quickplay, der ein Tenpai in der Battleface aus dem Deck spezial beschwören kann, auch auf 1 gewesen. Also hier kannst du dich auch drauf einstellen, dass Yu-Gi-Oh! Master Duel empfindet, Sangen Kaimen könnte auf 1 sein. Und da ist das Deck natürlich trotzdem richtig, richtig stark. Also selbst mit dem Field Spell auf 1 und mit Sangen Kaimen auf 1 ist das Deck insane. Ist dann aber so ein bisschen das Gefühl, okay, du hast diese eine Battleface und wenn es danach nicht geklappt hat, danach hast du nicht so wirklich Grind-Game, wenn du keine weiteren Kopien Kaimen oder Field Spell kannst. Ja, was sagst du denn aber zur aktuellen Meta? Ich finde es eigentlich ganz okay. Es ist klar, dass die Tenpai hier nicht hitten konnten, nicht hitten wollten. Das Deck ist ja noch im Auswahlpack, das wissen wir. Karten, die aktuell im Auswahlpack sind, werden nicht angefasst. Und das macht natürlich auch Sinn, denn wie bescheuert wäre das, du gehst in den Auswahlpack rein, kaufst dir gerade Tenpai, übelst teuer. Wir können nochmal auf das Deck, also Kaimen ist eine Ultra-Rare, Pydra ist eine Ultra-Rare, Chunra ist eine Ultra-Rare, Genroku ist eine Ultra-Rare und
Eins der Bossmonster ist auch hier der Level 10er. Wo ist er? Ich sehe da unten. Der Transcendent Dragon oder Dragion. Der ist auch eine ultra super teures Deck. Das macht keinen Sinn, dann Tenpai Dragon hier in irgendeiner Form anzufassen, weil dann vernichtest du ja jede Form Vertrauen, die du in deine Playerbase setzt, dass die dann irgendwelche Decks bauen aus dem Auswahlpacks, wenn du die dann eine Woche später hitten würdest. Deswegen hier ganz klar, also sobald Tenpai Dragon raus ist aus dem Auswahlpack, wird es auch hier Hits geben. Braucht man gar nicht um heißen Brei herumreden, ist natürlich ganz klar. Aber wir gucken uns mal die aktuellen anderen Decks an. Und ich finde, das ist hier in einem sehr gebalanceden Spot. Also Yubel, Snake Eye, Fire King und Voices Voice teilen sich ansonsten hier die oberen Plätze. Und ich denke mal, nach den ersten ein, zwei Bandes, die dann Tenpai Dragon anhitten, wird sich Tenpai hier auch auf so einem schnuckligen Spot neben diesen drei Decks auf jeden Fall auch irgendwo anfreunden. Und dann ganz viele Decks im Tier 3 Format. Rekka, Centurion, Labyrinth, Matemake, Ritual Beast. Gerade Labyrinth, ein total geiles Anti-Deck aktuell gegen Tenpai Dragon, weil du halt deine Traps aus dem Deck gezielt setzen kannst, die Tenpai Dragon richtig hops nehmen. Ritual Beast spielt auch gut gegen Tenpai Dragon, weil Tenpai spielt halt selber auch Dimension Shifter und Ritual Beast profitiert auch noch von Dimension Shifter. Ich hatte das selber auch einmal im Ranked, habe ich Dimension Shifter geschmissen, einfach direkt in der Standby und dann hat Ritual Beast einfach komplett losgekombot und mir ist schwindelig geworden. Holy shit. Aber aktuell, ich muss ganz ehrlich sagen, also Yu-Gi-Oh! Master Duel in einem sehr, sehr healthy Format. Natürlich ist Max 10 eine Cringe-Karte, über die wir reden müssen. Da sind wir natürlich alle gespannt auf die OCG-Banlist mit den Mulchamis, die jetzt rausgekommen sind. Ich habe dazu auch Videos definitiv gedroppt, die du dir angucken kannst, um dazu mehr zu erfahren. Auf jeden Fall OCG-Banlist-Reaction und Mulchami-Reaction. Aber ja, da hoffen wir natürlich, dass dann in der Zukunft Max C in der OCG-Banlist dann gebannt wird. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass du in Master Duel dein Going First Board aufbauen kannst und dazu noch Max C drops. Das ist absolut toxic. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das suckt an Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ansonsten die Meta ist so fucking fantastisch, ne? Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich wirklich brennend interessieren, was denkst du? Weil ich glaube, hier Tenpai Dragon ist so wirklich so ein Community-Spalter. Die einen feiern das, die anderen haten das. Tenpai Dragon, ich finde auch, ist so eins der ersten Tier-1-Decks, womit du auch wirklich als Casual auf Master One ranken kannst. Das Deck ist so braindead easy zu spielen. Damit kann jeder Master One wahrscheinlich erreichen, wenn man sich da ein, zwei Stündchen Zeit nimmt, um zu lernen, wie das so ein bisschen funktioniert. Lass mir deine Meinung in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!